Hallo und herzlich willkommen zurück im schönen Künzelsbach in Bayern bei Genius Politik und bei mir Gaius Julius Caesar. Wir machen direkt weiter im Rathaus mit einer weiteren Aufgabe. Macht euch wieder darauf gefasst, dass es ein kleines bisschen lauter werden könnte. Das kann ich, wie gesagt, nicht einstellen, dass es leiser ist. Ja, wo bleiben's denn? Die Leute warten schon. Sie wollten den Bürgern doch einmal erklären, was die wichtigsten Aufgaben einer Gemeinde sind. Da bin ich ja jetzt einmal gespannt. Ja, das ist so unser Oppositionsgegner im Gemeinderat. Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, ich freue mich, heute meine Antrittsrede halten zu dürfen. Ich verspreche mich kurz zu halten und möchte erst einmal Stellung nehmen zu den Aufgaben, die eine Gemeinde... Ja, Aufgaben, die eine Gemeindeverwaltung hat. So, zu den dringlichsten Aufgaben gehört die öffentliche Sicherheit wie Polizei und Feuerwehr, genau, denn Bundeswehr hat nichts mit einer Gemeinde zu tun. Zu den dringlichsten Aufgaben gehört die öffentliche Sicherheit wie Polizei und Feuerwehr. Ich glaube, ich tue ich das jetzt nicht an, dass er alles immer bis zum Ende liest. Ich mache dann einfach schnell weiter, dass das nicht so laut für euch ist. Natürlich dürfen wir auch nicht aus den Augen verlieren, dass wir verantwortlich sind, was auf dem Lehrplan unserer Schulen kommt. Nein, das macht das Land, Bayern macht das, nicht eine Gemeinde. Deswegen, natürlich ist es unsere Pflicht, die Schulen und Kindergärten zu unterhalten. Natürlich ist es... Genau, habe ich jetzt mal übersprungen. Mir ist es als Bürgermeister wohl bekannt, dass wir die Versorgung mit Wasser, Strom und Gas sichern und den Wohnungsbau und die Wirtschaft fördern müssen. So ist es. Mir ist als... Auch die knappe Haushaltslage darf uns nicht daran hindern, Sozialhilfe zu leisten, wo es nötig ist. Ja, an sich, die Sozialhilfe, wie manche sie kennen, zum Beispiel die Zahlung von Arbeitslosengeld 2, das macht nicht die Gemeinde, das macht das Landrats- oder das macht meistens die Bundesagentur für Arbeit in Zusammenhang mit einer Gemeinde oder eine kreisfreie Gemeinde als sogenannte Optionskommune. Hier ist das ganze Sozialhilfe eher damit gemeint, dass man sich um ein Altenheim kümmert, um Menschen, die auf der Straße leben. Auch die knappe Haushaltslage darf uns nicht daran hindern, Sozialhilfe zu leisten, wo es nötig ist. Genau. Genau, wir werden natürlich nicht das Standesamt und das Einwohnermeldeamt schließen. Das sind wichtige Dinge, die auf jeden Fall bei jeder Gemeinde vorhanden sein müssen. Deswegen werden die weiterhin bestehen bleiben. Ja, das geht weiter so. Mit Ihrer Rede werden Sie das Vertrauen der Bürger gewinnen. Vielen Dank, Herr Kranzmeier. Ich glaube, so heißt der Typ. So, auch wenn wir jetzt noch nicht ganz das... Ja, eine Schule kostet 1 Million. Also ein bisschen sollten wir noch warten. Können wir noch irgendwo... Hier können wir noch was ausweisen. Obwohl, halt. Ich glaube, hier wollte ich extra noch freilassen. Kostet es eigentlich Geld, was abzuholzen? Oh ja, das kostet Geld. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ah. Okay. Deswegen haben wir so wenig Geld. Ich habe schon so viel abgeholzt. Okay, na gut. Dann wissen wir da ein bisschen Bescheid. Hier können wir noch ein paar. Die sind billig, die kosten nur 100, so eine Ausweisung. Das ist also ganz in Ordnung. Ich überlege gerade, wo wir hier am besten... Vielleicht bauen wir hier in der Mitte eine Straße runter. Ich glaube, das ist ganz schlau. Ja. So. Wir haben immer noch eine Überversorgung. Meine Güte, dann müssen wir das hier noch ein bisschen senken. Also Gewerbe haben wir ein bisschen. Das ist schon ganz ordentlich. Industrie ist auch auf jeden Fall vorhanden. Ja. Das Dorf erwacht aus seinem Dornröschenschlaf und wird hoffentlich bald zu einer schönen, ordentlichen Gemeinde, einer florierenden Stadt, wenn es gut läuft. Und wir machen die nächste Aufgabe, die uns im Rathaus erwartet. Meine Nerven. Vor dem Rathaus wird demonstriert. Die einen sind für, die anderen gegen den Bau einer Umgehungsstraße. Wir sollten uns die Forderungen der beiden Seiten mal anhören und dann einen geeigneten Kompromissvorschlag überlegen. Gut, es geht jetzt um eine Umgehungsstraße. Wer ist denn für eine Umgehungsstraße? Natürlich Gastwirte. Verkehrsinfarkt. Nein, danke. Die wollen natürlich, dass hier nicht so viel Abgase in der Stadt sind. Deswegen Umgehungsstraße. Blechlawine raus aus dem Dorf. Lärm Tag und Nacht wollen sie natürlich auch nicht mehr. Und die wollen auch die Umgehungsstraße wegen der verpesteten Luft. Die Gastwirte, die wollen keine Umgehungsstraße. Weil Verkehr ist ja Umsatz. Dann wollen einige Umweltschützer keine Umgehungsstraße, weil es so das sogenannte Mönchsmoor gibt und eine Artenvielfalt und die Unke, die gerettet werden muss. Ich denke, Sie sind sich über die Argumente beider Seiten im Klaren.
Dann sollten Sie sich Gedanken machen, wie ein Kompromiss aussehen könnte. Herr Bürgermeister, haben Sie sich entschieden, ob Sie sich für den Bau der Umgehungsstraße stark machen oder dagegen? So, das ist eine wichtige Entscheidung, die hat im Nachhinein dann Konsequenzen und wird hier im Spiel auch berücksichtigt, ob wir eine bauen wollen oder nicht. Ja, es ist ein schwieriger Abwägungsprozess, aber letztendlich bin ich doch für eine Umgehungsstraße, weil ich glaube, diejenigen, die trotzdem hier essen wollen bei Wirtshäusern, die kommen trotzdem her und wir können dann sozusagen LKWs um das Dorf herum trotzdem zu unserem Industriegebiet umleiten und wir schützen so die Anwohner vor Lärm und Schmutz, deswegen bin ich in dem Fall für eine Umgehungsstraße. Verehrte Damen und Herren, nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich mich für den Bau der Umgehungsstraße stark machen werde. Wir müssen uns Gedanken machen, ob wir mit den Gegnern des Baus nicht einen Kompromiss aushandeln können, auch wenn es hart wird. Aber Sie sollten zur nächsten Versammlung gehen und denen ein Angebot unterbreiten. So, und das sind immer dieselben Vorschläge, egal wie man sich entscheidet. Das heißt, man muss jetzt natürlich das Richtige, Sinnvolle wählen. Also, wir sind für eine Umgehungsstraße. Das heißt, wir müssen uns jetzt mit den Umweltaktivisten und ja, vielleicht den Gastwirten auseinandersetzen. Also, Ausgleichsflächen für Naturschutzgebiete, das können wir auf jeden Fall mal machen. Mehr Laufkundschaft durch Fußgängerzone. Ach so, ich muss immer, okay, also Ausgleichsflächen für Naturschutzgebiet. Dann mehr Laufkundschaft durch Fußgängerzone. Gratuliere! Ja. Sie haben einen tragfähigen Kompromiss ausgehandelt. Das freut mich. Sehr schön, ein tragfähiger Kompromiss. Das ist doch für alle Seiten. Die Gemeinderäte gut. Wollen sich auf die Sitzung in Sachen Umgehungsstraßen vorbereiten. Soll ich Vorlagen machen? Wir sind verpflichtet, den Gemeinderäten sämtliche uns vorliegende sachlichen Informationen vorzulegen. Die Gemeinderäte sind ganz wichtig, erfreut, dass sie die ausführlichen Vorlagen in Sachen Umgehungsstraße bekommen haben. So ein richtiger Zuzug entsteht langsam. Schön langsam. Jetzt haben wir sogar eine Unterversorgung. Dann erhöhen wir das mal wieder. Ja, perfekt. So. Ich würde sagen, langsam ist es trotzdem an der Zeit, auch wenn wir noch nicht so die Mittel haben. Notfalls machen wir einen kleinen Kredit, eine Schule zu errichten. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Für Juli ist das geplant. In den übrigen Parteien. Deswegen werden wir mal im Antragsgremium was machen. Achso, Infostand vorm Rathaus geht dann natürlich nicht mehr. Machen wir noch ein paar Flugblattaktionen und in der eigenen Partei machen wir dann noch ein Rundschreiben und ein persönliches Gespräch. Hoffen wir mal, dass das reicht. So, und es gibt gleich schon wieder die nächste Aufgabe. Ich will jetzt vorher keine Straßen mehr bauen, weil die uns so viel Geld kosten, bevor wir die Schule nicht haben. Ja. Das heißt, wir werden uns jetzt mal erst noch mit der nächsten Aufgabe beschäftigen. Sie wollten doch einen Antrag zum Bau der Umgehungsstraße einbringen. Verzeihung, aber als Neuling bin ich mit der Prozedur einfach nicht vertraut. Welche Station muss denn solch ein Antrag durchlaufen, damit es zu einem Beschluss kommt? Das ist jetzt interessant. Das ist Wohin muss der Antrag in Sachen Umgehungsstraße? Das ist jetzt eine... Das ist, glaube ich, die schwerste Aufgabe in dieser ersten leichten Mission Künzelsbach. Da müsste man auch vieles nachlesen. Jetzt schaue ich mir erstmal das Ganze an. Vielleicht weiß ich ja selbst ein paar Dinge. Also, Antrag in Sachen Umgehungsstraße. Tja, wo geht's da los? Naja, der Antrag, Bauausschuss. Theoretisch könnte der wirklich erstmal im Bauausschuss gegeben werden. Nach dem Bauausschuss geht der Antrag wohin? Okay. So, es war im Bauausschuss. Gemeinde. Ich frage mich gerade, was mit Gemeindevertretung gemeint ist, weil hier haben wir die Gemeinde und hier haben wir die Gemeindevertretung. Hauptausschuss. Ja, es macht ja keinen Sinn, den ganzen nochmal in den Hauptausschuss zu bringen. Fraktion macht eigentlich auch nicht viel Sinn. Finanzausschuss brauchen wir auch nicht extra. Sozialausschuss eigentlich auch nicht. Verwaltung kommt später. Ich würde jetzt sagen, fast, dass er jetzt in die Gemeindevertretung... Obwohl, kommt er in die... Wir können mal kurz schauen, was da so steht. Ah, hier unten. Antrag. Oh, das ist aber... Okay.
Fraktion, Bürgermeister oder Verwaltung, Gemeindevertreter. Ausschüsse, Hauptausschuss. Gemeindevertretung, Beschlussvollzug. Okay, hier wird er anscheinend in den Hauptausschuss gebracht. Das ist interessant. Schauen wir nochmal kurz hier, was es da geht. Wir schauen das beschauliches kleines Örtchen. Ich überfliege das gerade mal kurz. Ein Wanderweg. Ja, es geht aber auch um so eine Umgehungsstraße. Okay, dann werden wir das hier mal beobachten. Dann war das vielleicht doch ein Fehler, nicht direkt am Anfang Gemeindevertreter, Bürgermeister oder Verwaltung, Fraktion. Ja, stimmt, wir haben ja gesagt, wir sind für die Umgehungsstraße. Das heißt, eigentlich wird es ja mit dem Bürgermeister losgehen. Deswegen werden wir nochmal das neu... Sie wollten doch einen Antrag... ...nochmal neu machen. Wohin muss der Antrag in Sachen Umgehungsstraße? Oh, Verzeihung, wir haben uns in der Tür geirrt. Oh, dann war ich doch richtig. Okay, dann ist das ein bisschen falsch. Dann gehen wir nochmal zurück. Sie wollten doch einen Antrag... Dann machen wir das jetzt doch so, wie ich mir wohin muss... Also Bauausschuss, okay. Nach dem Bauausschuss geht der Antrag wohin? So, wo geht er als nächstes hin? Da können wir jetzt nochmal nach unten kurz schauen. Ja, das ist jetzt der Bauausschuss gewesen. Die meinen, der würde jetzt in den Hauptausschuss gehen. Also ich kann mir das zwar nicht vorstellen, aber wenn... Wir probieren es einfach mal. Ah, tatsächlich, okay. Na gut. Bauausschuss, und nach dem Hauptausschuss? Schauen wir nochmal nach. Genau, in die Gemeindevertretung, sprich in den Gemeinderat. Aha, der Beschluss ist gefasst und wer vollzieht den? Ja, das ist lustig. Es gibt nämlich eigentlich zwei, die da passen würden. Ich als Bürgermeister vollziehe normal den Beschluss, aber die Verwaltung macht das eben auch. Und ich glaube, hier ist beides genannt. Durch Bürgermeister oder Verwaltung. Deswegen werden wir jetzt mal Bürgermeister probieren. Ja. Klasse. So ist es. Jetzt kann die Verwaltung den Beschluss umsetzen. Genau, jetzt am Ende kann dann die Verwaltung den Beschluss umsetzen. So ist das geregelt. Ja. Jetzt schauen wir mal. Wir haben schon nämlich Juli, wie es derzeit ausschaut. Mittel, hoch, hoch. Okay. Machen wir doch nochmal eine Flugblattaktion. Eine Schule ist schon ziemlich wichtig für uns. Auch wenn uns etwas das Geld fehlt. Wir können mal kurz schauen. ...107.000 Einnahmen im Monat. Öffentliche Einrichtung nur 3.000 minus. Das ist ja in Ordnung. Halt, wie viel haben wir hier? 41% Rückhalt in der Partei ist nicht so viel. So, Terminkalender. Können wir das nochmal kurz nachschauen? Da, 59% waren dafür. Ja, recht knapp, aber wir können damit eine Schule bauen und kommen auch nur, glaube ich, ganz knapp ins Minus, wenn die gebaut wurde. Da beschleunigen wir mal kurz. So, ja, 34.000 Minus, das kann man mal machen. Wir haben natürlich eine Überversorgung. Okay, nee, Versorgung ist gewährleistet, ist in Ordnung, perfekt. Dann haben wir jetzt eine Schule mit nur, ja, 793 Einwohnern. Das ist doch mal ordentlich, Freunde. So, hier oben ist noch genügend Platz für alles. Das heißt, wir gehen nochmal ins Rathaus mit der nächsten Aufgabe. Herzlich willkommen zum Streitgespräch. Unser Thema heute, Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung. Herr Kranzmeier von der Demokratie direkt muss jeden Augenblick kommen. Ja, das ist unser Gegner hier. Ja, herzlich willkommen, Herr Kranzmeier. Schön, dass Sie es noch geschafft haben. Meine erste Frage richtet sich an den Herrn Bürgermeister. Was halten Sie von Bürgerbegehren? Also alleine entscheidet der Bürgermeister nicht. Auch das ist nicht so die gute Antwort. Das hier scheint mir aber sinnvoll zu sein. Bürgerversammlungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide sind Möglichkeiten zur Beteiligung, die jedem Bürger offenstehen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil unseres Gemeinwesens. Wo steht denn das? Ja, noch als kleiner Hinweis. Leider gibt es viele Gemeinden, die keine Bürgerversammlungen und auch kaum Bürgerbegehren durchführen. Das ist immer ein bisschen schade. So, ja, wo steht denn das? In der Gemeindeordnung natürlich. Wo haben wir die denn? Genau, hier Gemeindeordnung des Freistaates Bayern. Tut mir leid, wenn Sie das nicht wissen, aber das regelt glaube, die Gemeindeordnung 18, des Freistaates Bayern. 18a. Ähnliche Regelungen gibt es auch in anderen Bundesländern. Genau, Artikel 18a. Wir haben doch bei anderen Gemeinden gesehen, dass solche Bürgerentscheide nur Unfrieden stiften.
Wo kommen wir denn da hin, wenn jeder Bürger einfach einen Bürgerentscheid beantragen kann? Genau, Bürgerentscheide können nur nach einem erfolgreichen Bürgerbegehren erfolgen. Verehrter Herr Kranzmeier, Sie sollten wissen, dass ein Bürgerentscheid nur nach einem erfolgreichen Bürgerbegehren erfolgen kann. Also ich verbiete mir diesen Ton. Ich auch. Ich denke mir ja, dass Sie sich mit dem Thema Bürgerbeteiligung nur beliebt machen wollen. Es ist ein Populismus pur. Wenn Sie so ein Schlaumeier sind, dann verraten Sie mir doch erstmal, wie viele Wähler daran beteiligt sein müssen, damit so ein Bürgerentscheid überhaupt eine Gültigkeit hat. So, Kinder und Jugendliche dürfen natürlich nicht mit abstimmen, man muss mindestens 18 Jahre alt sein. Und bei einer Gemeinde unter 50.000 Einwohner gilt die einfache Mehrheit von mindestens 20%, die man da braucht. Schlaumeier? Also das verbitte ich mir. Wenn Sie nicht wissen, dass bei Gemeinden unter 50.000 Einwohner die Stimmenmehrheit mindestens 20% der Bürger entsprechen muss, dann ist das nicht meine Schuld. Es gilt dabei übrigens die einfache Mehrheit. Ich muss zugeben, Sie haben mal wieder geglänzt. Ah, danke, danke, danke. Das freut mich doch. Das freut mich doch zu hören. Ja, ja, sehr schön. Und ich bin fast am Überlegen, ob wir doch nochmal die Steuer... Ja, ich würde sie fast nochmal senken, ehrlich zu sein. Dass nochmal ein bisschen bis größerer Zuzug entsteht. Hier wird nochmal eine Straße gebaut. Tja, ich weiß immer nicht, wie viel Platz wir jeweils lassen wollen. Ich will mal ein bisschen Platz. Hier wird auch mal ein bisschen Platz noch gelassen. So, neue Wohngebiete, die hier entstehen können. Hier vor allem auch. Sehr schön. Ja, hier geht schon nichts mehr. Genau, hier wollten wir auch eine Straße noch entlang ziehen. Das machen wir mal noch direkt. In der Nähe der Kirche ist es sicher auch sehr schön. Am Fluss gelegen. Da kommen doch die Leute gerne her. Und wohnen hier hoffentlich gerne. Ja, schaut an, da wird schon gebaut. Kaum haben wir das ausgewiesen. Deswegen werden wir auch hier nochmal was machen. Die Entscheidung für die Umgehungsstraße ist ja nun gefallen. Aber wer soll den Beschluss des Gemeinderats nun umsetzen? Das macht die Verwaltung. Da müssen Angebote bei Bauunternehmen eingeholt werden. Die Bürger freuen sich, dass der Bau der Umgehungsstraße so zügig vorangeht. Schade, dass man das nicht noch visualisieren kann. Wäre bestimmt auch interessant gewesen. So, wir haben 1000 Einwohner, liebe Freunde. 1000 Einwohner, das ist doch ein schönes Ende dieser Folge. Wir haben hier unser Dörfchen weiter ausgebaut, neue Wohngebiete ausgewiesen, die Steuern nochmal gesenkt. Hier werden wir nochmal ein bisschen die Mittel erhöhen, denn unser Dorf wächst ja immer weiter. Da wollen wir keine Unterversorgung haben. Wir können nochmal zum Schluss hier auf die Einflüsse kurz schauen. Kinderbetreuung nicht perfekt. Bildungseinrichtung ist leider auch nicht perfekt, wie ich gerade sehe. Wenn wir das alles erhöhen, wird das dann mehr. Schauen wir nochmal kurz. Ja, tatsächlich. Okay. Das ist dann schon wichtig. Gut, dann schreibt mir gerne nochmal in die Kommentare, wie euch das Ganze gefällt. Ob ihr es auch interessant findet, wie ich. Was ich auch noch gleich dazu vielleicht nochmal sagen kann, allgemein. Ich will jetzt hier irgendwie keine politischen Debatten oder so was führen. Ich halte mich da auch persönlich vollkommen zurück. Es geht nur um das Spiel und es geht auch darum, vielleicht ein bisschen was zu lernen zum allgemeinen Wahlrecht, zur Demokratie. Das ist ja ein wichtiges Gut und da möchte ich hier mit dem Spiel auch ein bisschen beitragen und es macht mir einfach auch sehr viel Spaß, das Ganze hier zu spielen und Bürgermeister in Künzelsbach zu sein. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dorthin, alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.